Hallo liebe YouTuber. Ja, ohne Moos ist bekanntlich nichts los im Leben. Es ist leider so. Und aus diesem Grunde wollte ich euch heute mal ein Video zeigen mit Moos, mit Pfingstrose. Moos küsst Pfingstrose. Ist doch schön, oder? Ja, das ist also diese Kombi. Und nach der Intro zeige ich euch auch, was ich eigentlich so genau vorhabe. So, hallo, ich gebe euch ja immer ganz gerne mal ein Update, was hier so im Laden los ist, obwohl ich ein paar Videos ja vorproduziert habe. Und der Laden, vorgestern ging hier noch ganz viele Muttertagsblumen raus und er ist nicht wieder zu erkennen, weil wir waren gestern so richtig fleißig. Ich habe hier jetzt geschrieben, geschlossen, wir bedanken uns für die tolle Zeit mit euch. Es war wunderbar, euer Flowerstyle-Team. Genau so war es, es ist wundervoll. Und hier ist das Abschiedsgeschenk von meinen Mitarbeiterinnen. Das konnte ich mir nicht verkneifen, das ins Schaufenster zu stellen. So, da ist also der Liegestuhl und der Sandstrand. Und ganz so ist es ja eigentlich nicht, weil ich will ja weiterarbeiten und ich will ja auch weiter Videos machen. Aber um euch zu zeigen, wie es da drin jetzt aussieht, gehen wir einfach mal rein in die gute Stube. Weil hier drin halt es jetzt eigentlich schon total. Unser Waschbecken aus der Küche wird abgeholt. Der Kartenpräsenter, es ist alles reserviert, es ist alles auseinandergebaut. Das Klimagerät wird morgen abgeschraubt. Also wir sind schon ganz weit, es ist alles leer. Und ich habe auch noch ganz tolle, meine Espresso-Tassen. Die zeige ich euch nochmal, die nehme ich mal zu Hause auf. Die stelle ich in Etsy ein, die sind von mir handgearbeitet. Und die habe ich selbst getöpfert. Die würde ich veräußern und das sind echte Liebhaberobjekte. Ja, und es muss auch alles, meine wunderschönen Lichtsegel, muss also alles raus. Ich bin also emsig dabei, die alle abzumachen. Und morgen kommen die Schreiner. Hier drin ist eigentlich, muss man ja echt sagen, hier drin ist mittlerweile, es ist total überschaubar. Und ich freue mich super. Ich freue mich total, dass es auf zu neuen Ufern geht. Ich freue mich, dass ich nicht immer jeden Tag die Verpflichtung habe, in Großmarkt fahren, alle, ja, die ganze Admin zu machen, dass ich einfach etwas freier bin. Und ich bin auch freier, um viele Videos zu machen, weil das wollte ich euch auch nochmal sagen, weil viele haben gesagt, ach Margit, du hörst ja auf. Nein, ich höre nicht auf.
Ich werde vielleicht im Sommer ein paar mehr, weniger Videos machen, aber ich werde in der Floristikbranche bleiben. Ich werde auch Videos machen, ganz sicher. Und ich werde auch mehr Zeit haben, Videos zu machen. Und deswegen ist es eigentlich für YouTube ein totaler Zugewinn, dass ich hier aufhöre und dass ich ja hier nicht mehr ganz so viel Arbeit habe. Also es geht weiter, ihr Lieben, trotz eurer vielen, vielen Kommentare. Und ansonsten, ja, wir sind hier am Schaffen. Und wir müssen einmal jetzt die nächsten Wochen noch ein bisschen was tun. Ihr seht, wie es hier aussieht. Und Videos, ja, habe ich ein paar vorproduziert. Aber jetzt gehen wir mal zum Thema des heutigen Tages, zum Video. Und das habe ich natürlich noch gedreht, als hier alles drin war. Kommt mal mit ins Thema. Ja, also ihr Lieben, man braucht als allererstes eigentlich eine richtig tolle Pfingstrose. Man braucht auch schönes Moos. Ja, und es gibt ja manchmal Pfingstrosen, die haben so weiche Stiele und das ist dann natürlich nichts. Und wenn man so richtig tolle Pfingstrosen hat mit einem, ja, das ist halt eine Pfingstrose, wenn ich da mal meinen Finger dagegen dran lege, dann seht ihr auch, das ist also jetzt so ein richtig knackiger Stiel. Und sowas gibt es tatsächlich aus Unterfranken und das kommt auch per Post zu euch, nämlich von Don Peoni. Und da könnt ihr eure Pfingstrosen bestellen. Auch ich mache euch mal den Link zum Webshop. Gibt es natürlich auch für euch, nur für euch, einen mit Rabattcode Margit könnt ihr mit 5% Rabatt bekommen. Und da bekommt ihr tatsächlich solche Blüten, mit denen ihr genau das machen könnt, was ich heute mache. Und ich meine, dass ihr es seht, nur mal so zum Beweis, ja. Ich habe jetzt natürlich noch mehr Blüten, die sind alle ganz, ganz, ganz knospig, weil die sind gerade erst gekommen und wir haben die auch schön angeschnitten. Und da haben wir zum Beispiel hier die Coral Sunset, ja. Das ist auch eine bezaubernde Pfingstrose, die durch ihren Farbwechsel besticht. Die blüht wirklich in diesen tollen, ja, Lachs-Pink-Korall auf und wird während ihrer Blüte immer heller und ist dann am Schluss Creme. Und also sie nennt sich die Königin des Farbwechsels. Und wenn ich jetzt davon spreche, wie diese, ja, was das für Blüten sind, die haben dann alle wirklich solche gesunden, kräftigen, tollen Stiele. Und ebenso sind es eben diese richtig knackigen, großen Blüten, die dann aus diesen Stielen hervorspringen. Also wir haben die jetzt gestern auch per Post bekommen, haben die alle angeschnitten und haben auch einige Blätter abgemacht, weil was bei Pfingstrosen ganz wichtig ist, ist immer, dass man Blätter abmacht. Und wie ihr hier seht, wir verwenden auch die Blätter noch für andere Arbeiten. Aber wenn die jetzt alle am Stiel bleiben, dann nehmen die der Blüte zu viel Kraft. Und da muss einfach einiges weg. Und deswegen, also wenn ihr diese Pfingstrosen per Post bekommt, dann lest auch die Anleitung gut durch und das ist ganz wichtig, weil klar waren die natürlich dann ein, zwei, vielleicht auch mal 3 Tage ohne Wasser unterwegs und klar ist das Laub dann vielleicht ein bisschen schlapp, aber wenn man die richtig anschneidet und gut Blätter abmacht, dann erholen sich diese Pfingstrosen und dann werden die richtig knackig. Aber ihr seht ja auch daran, ja, dass die schön stabil und dass die von ganz tollen Pflanzen sind. Und ja, ich kann euch verraten, also seit 20 Jahren, nein, seit über 20 Jahren beschäftigt sich die Familie Sauer tatsächlich mit Pfingstrosen und das ist also das Ergebnis davon. Ja, für meine Moos-Pfingstrose mache ich jetzt erstmal die Blätter alle ab.
tatsächlich wirklich alle bis auf das letzte. Und ich hatte jetzt so eine schöne Idee, habe also dieses tolle Moos, so, nehme das Moos, lege das hier so an, ja, und nehme einen Draht, möglichst ist es natürlich schön, wenn ein Draht hier jetzt so in Pink, zur pinkfarbenen Pfingstrose, ist natürlich auch schön, ja, nehme den Draht und wickel mit meinem Draht, so dass er gerade so unterhalb von dem Kopf von der Pfingstrose ja, entlang läuft. Und dann kann ich ja den Draht immer ein bisschen enger wickeln, ruhig genug wickeln. Das ist übrigens auch was, also das geht nicht nur, es geht mit, wenn man eine richtig schöne, dicke Blüte hat, geht das mit mehreren Blüten. Aber mich hat es jetzt einfach mal total gereizt mit einer Pfingstrose. Ich habe natürlich hier zu viel Moos, ich muss einfach ein bisschen was rausnehmen, weil mein Moos ist zu schön. Ja, sehr schön, dass man sowas mal sagen kann, dass was zu schön ist. Also es ist zu dick natürlich. Das heißt, ich habe jetzt ein bisschen was weggenommen und wickel, ja, wickel eigentlich nur diesen schönen kräftigen Stiel von der Pfingstrose mit Moos ein und habe dadurch eine ganz bezaubernde Blüte und Anmutung, indem ich die, das ist jetzt mal so was ganz anderes und es ist auch was Wunderschönes als Geschenk, was man also sehr schön selber machen kann. Dann darf ich mal den Rest von meinem Moos in die Kiste zurück, wickel mit dem Draht bis unten, mache den Draht also auch schon zu und habe mir natürlich noch ein bisschen Deko ausgedacht, dass es wirklich jetzt eine ganz besondere Blüte ist und wirklich ein schönes Geschenk, weil das ist jetzt, hat eine Kundin bestellt und die möchte bei jemandem Danke sagen und das soll jetzt also was ganz richtig, richtig Süßes sein, von Herzen kommen. So, dann habe ich noch, ich brauche jetzt einen Heißkleber und habe auch ein hübsches Bändchen. Also Moos macht immer Dreck. Muss man immer erstmal das Moos vom Tisch runter machen. Dann habe ich noch ein hübsches Bändchen. Ich habe jetzt einfach mal so ein rosa Karo-Bändchen genommen. Das mache ich jetzt einmal hier um den Blütenkopf drumherum. So, schneide mir das Bändchen nochmal auf die richtige Länge. Eigentlich noch meine Idee, man kann auch ein Bändchen so noch entlang laufen lassen an dem Moos entlang oder man macht ein bisschen Birkenrinde dran, ja, also da sind jetzt wieder der Fantasie keine Grenzen gesetzt, weil da gibt es also zahllose Varianten, wie ich das Ganze noch so dekorieren kann. Das finde ich auch ganz süß, weil ich mag immer mehr Naturmaterialien und mag ja nicht so gern so viel Künstliches. So, indem ich so ein bisschen Birke dran mache. Und viel mehr braucht es eigentlich gar nicht. Und dann habe ich die, ist das so eine ganz außergewöhnliche Geschichte. Moos ist ja für sehr vieles sehr dekorativ und lässt sich auch. Also in Ostern sind ja alle Moos hinterher. Aber wenn das Moos toll getrocknet ist, dann kann ich das natürlich wunderbar nehmen, auch für solche Dekorationen. Und dann, was ich jetzt persönlich noch machen würde, ist, ich finde so ein bisschen grün kann sie doch noch gebrauchen. Das heißt, ich nehme noch so ein paar Gräser, die das Ganze begleiten. Hier habe ich noch einen schönen Eukalyptus. Ich habe ja ganz viele Eukalyptus-Sorten. Ja, aber es gibt den schmalblättrigen, es gibt den mit runden Blättern, es gibt den Baby Blue, der wirklich die Blätter so direkt am Stiel sitzen hat. Und aber mehr würde ich jetzt auch nicht machen, um diesen schönen filigranen Charakter von dem Moos erhalten bleibt. Das ist jetzt so ganz auf die Schnelle meine, ja, diese Geschenkidee Moos Pfingstrose. Und wenn die jetzt dann aufblüht und diese, ja, ihre üppige
Blüte, die wird wahrscheinlich die Blüte so richtig über diesem Bändchen, ja, da geht die, klappt die auf und dann ist die eh das Highlight dieses Arrangements. Ja, jetzt binde ich nochmal mit Bindefast und stelle die auch noch schön ins Wasser und die wird morgen abgeholt, weil eine Kundin die zum Verschenken bestellt hat. Ich wünsche euch ganz viel Freude beim Nachmachen dieses kleinen bezaubernden Arrangements und verbleibe für heute mit ganz blumigen und pfingstrosigen Grüßen. So, ich sag einfach bis bald. Alles Liebe von eurer Margit.